Had no need to fight tonight, tonight. So, meine lieben Leute, lang ersehnte Video folgt heute. Ihr habt wahrscheinlich schon alle das Video gesehen mit der Werkstatt, wie meine Werkstatt aufgebaut ist, wie sie von innen aussieht und alles. Wenn ihr das nicht gesehen habt, einmal zurückswipen und dann gönnt euch das Video. Ja, also heute werden wir wahrscheinlich auch zwei Teile draus drehen, sonst wird das alles ein bisschen zu lang. Wir werden bei der SMC R 96 Baujahr 2015 Zylinderkopf demontieren, mit Kolben und Kolbenringe neu machen, sowie Fußdichtung und Zylinderkopfdichtung. Und dementsprechend noch Ventilspiel einstellen, neues Kühlmittel einfüllen und so eine ganze kleine Chose halten. Also nicht was Wildes, aber es sollte passen. Ach ja, wo ich das gerade sehe, Lenkkopflager machen wir auch. Wahrscheinlich nicht in diesem Video, vielleicht in einem separaten. Aber das wird alles noch an der SMCR hier gemacht, vom lieben Yannick. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht so lange rum. Wir machen ein paar Timelapse für euch. Weil ich denke mal so, was wir so diese Luftfilterkasse demontieren, das braucht ihr nicht sehen. Ja, deswegen würde ich sagen, Timelapse, let's go. So, Freunde, ich habe jetzt mal gerade den Luftfilterkasten rausgeholt. Der sitzt komplett voller Öl. Also, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Aber hier ist komplett alles voller Öl gewesen. Der Hauptgrund ist ja auch, warum wir das alles hier machen, ist, weil die Karre Öl verbaut ohne Ende. Beim Endoskopieren ist halt ein bisschen aufgefallen, dass die Kolbenringe nicht mehr die besten sind. Ja, aber hier sitzt auf jeden Fall einiges an Öl drin. Nicht so geil. Ja, das gucken wir uns auf jeden Fall nochmal genauer an. Decken wir auf jeden Fall einmal die Kurbelwelle so weit ab. Dafür müsst ihr einmal hier die Schraube rausdrehen, die habe ich jetzt gerade schon mal rausgeschraubt. Ne? Da habt ihr ganz mal einen Kupferring drunter, die schraubt ihr raus. Und dann könnt ihr hier gleich die Kurbelwelle abstecken. In der Regel mit einem Spezialwerkzeug. Ich gehe jetzt hin, nehme eine 8er Schraube, eine schöne lange. Und dann machen wir vorne den Kegel hier ganz leicht rund, dass die Schraube ins Loch einpasst. Und dann sollte es soweit passen, also klar. Am sinnvollsten sollte man immer Spezialwerkzeug nutzen, haben wir jetzt gerade nicht, deswegen müssen wir Alternativen bauen. Aber damit die Kurbelwelle etwas fixiert ist und nicht nur über Nockenwelle oben arretiert ist, machen wir das jetzt noch. Ihr könnt hier unten beim Zündungsdeckel die Mutter hier rausmachen, das heißt Mutter, so eine kleine Verschlussschraube würde ich sagen, eine kleine Knarre, 13er Nuss nehmen und dann erstmal oben so weit drehen, guck mal hier oben, und dann könnt ihr hier oben sehen, die drei Löcher, die mit dem weiten Abstand, nicht die mit dem engen Abstand, und dann seht ihr hier oben bei dem Nockenwellenrad eine kleine Markierung, die muss nachher mit diesem Halteblech oben mit der mittleren Schraube fluchten. So habt ihr auf jeden Fall schon mal Nockenwelle soweit arretiert. Und dann könnt ihr dementsprechend einmal unten noch die Kurbelwelle arretieren. Dafür dreht ihr ein bisschen links, rechts und dann dreht ihr zeitgleich die Schraube rein. Und wenn ihr merkt, die flutscht gerade so rein, perfekt, dann habt ihr die Kurbel soweit arretiert. Kurbelwelle ist jetzt auch arretiert. Ich kann die Kurbelwelle jetzt, wie ihr seht, nicht mehr drehen. Ne? Sprich, Kurbelwelle ist arretiert, Nockenwelle auch. Die können wir jetzt gleich demontieren. Dafür nehmen wir jetzt ganz normal hier im mittleren Loch die Schraube raus für das Halteblech und dann können wir dementsprechend hier die Bolzen rausziehen und die Kipphebel rausnehmen, also den kompletten Kopf demontieren sozusagen. Also wichtig ist, Nockenwelle müssen wir nach vorne rausziehen, leicht nach unten kippen, dann können wir die Kette runternehmen und dann können wir alles weitere mal an den Kopf demontieren und alles, ja, was noch übrig ist. Genau, Auspuff wollen wir auch noch machen, müssen wir auch noch gleich einmal demontieren. Ganz wichtig, Kühlmittel ablassen, zeige ich euch gleich. Gibt es hier unten unter der Wasserpumpe eine Ablassschraube. Ja, sagen, weiter geht's hier. Alte Blechchen rausschrauben, ganz wichtig, darauf achten, die Schraube bitte nicht reinfallen lassen von dem Halteblech hier. So, ist ein bisschen tricky. Am besten könnt ihr euch auch Magneten theoretisch zur Hand nehmen. So, um das Halteblech rauszunehmen, Magnet nehmen. Ah, eine Biene. Oder Wespe, nennt man das Wespe? Biene? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eins von beiden war gerade an meinem Arm.
haben wir das schon mal. Jetzt haben wir das Halteblech raus. Jetzt können wir nämlich hier die Rollenkipphebel einmal runternehmen. Dafür nehmen wir jetzt die Schraube, die Schraube, die Schraube, die Schraube raus. Und dann können wir hier seitlich die Zapfen rausziehen. Zeige ich euch jetzt auch. Fünfer Imbusnuss. Nochmal eine kleine Anmerkung. Also das ganze Video, was ich hier mache, ist keine Anleitung dafür, was ihr machen müsst, damit das alles so funktioniert. Es ist halt nur lediglich ein Video, wie ich es mache. Ganz wichtig, weil manche Leute sagen ja immer so, ja, ist ja keine Anleitung, was du da machst. Ich so, ja, ist es auch nicht. Ich will ja nur zeigen, wie ich es mache und was ich so alltäglich so mache. Deswegen bitte nicht denken, das ist eine Anleitung. Ihr könnt es gerne als Anleitung nutzen. Ob es gut oder richtig oder falsch ist, ist euch überlassen. Bei mir funktioniert es. So, Freunde der Nacht, die letzte Schraube ist die längere Schraube, also ganz wichtig, die langen Schrauben auf der Seite, die kurzen Schrauben auf der Seite. Ne? Und ihr nehmt jetzt so eine längere Schraube, steckt jetzt hier durch das erste Loch, dreht sie rein und dann zieht ihr einfach dran. Ach, vor allem einfach. Ziehen, ein bisschen wackeln, ne? Merkt ihr, geht wunderbar raus. Hier ganz wichtig darauf zu achten, es gibt zum Beispiel diese Ölbohrung hier, die zeigt jetzt zum Beispiel nach oben. Ganz wichtig, hier vorne, gucken ob ihr das sehen könnt, ist ein Punkt drauf, eine kleine Körnung, die ist oben und die muss nachher auch wieder nach oben. Ihr könnt theoretisch auch so einbauen, wäre aber nicht so gut, dann hätte nämlich keine Kühlung mehr. Das wäre nicht so toll, das wollen wir nicht. Deswegen ganz wichtig darauf achten, dass die Welle nachher richtig rum wieder eingebaut wird. Einlass haben wir. Jetzt noch Auslass. So. Oh, die ging einfacher. Ne? Hier dasselbe Prozedere. Bohrung oben, Körnung oben. Ganz wichtig. Ja, könnt ihr eigentlich drin lassen, die Schraube. So. Nur damit ihr Bescheid wisst. Nächste Kettenspanner. Haben wir da für eine Größe? 19, 20, 22, irgendwie sowas. Kannst du aus deiner Hand das? Ach, da ist er. So, den könnt ihr ganz beruhigt rausschrauben. Da kommt er. Das ist nur der Verschlussdeckel. Der eigentliche Steuerkettenspanner sitzt da drin. Machen wir den Magneten. So. Der ist jetzt zum Beispiel im kompletten ausgefahrenen Zustand. Wie man den nachher fixiert, auf das Einbaumaß sozusagen, zeige ich euch nachher beim Einbau, wenn wir den Zylinderkopf wieder demontieren. Ganz wichtig, nicht einfach nachher irgendwie reinschieben. Der muss auf ein bestimmtes Maß fixiert werden zum Einbauen, damit ihr da Bescheid wisst. Deswegen ganz wichtig, drauf achten. Sollen wir mal Kratzer in die Schwinge machen? Das ist lustig. Hä? Ich eigentlich auch. Hey Nick, mach mal Kratzer in die Schwinge hier. Dann schreibst du mit dem Schraubendreher kritzt er da nicht rein. Wenn die nach außen ist und die Nockenwelle drin bleibt, also Nockenwelle müssen wir nachher mit dem Kopf zusammen rausholen. So, ihr könnt jetzt, wenn ihr wollt, die Steuerkette irgendwie fixieren, was auch immer, oder ihr lässt sie einfach los und lässt sie reinfallen. Ich brauche sie nämlich gerade nicht. Viele haben da immer Schüsse, oh nee, Steuerkette ist reingefallen, oh. Scheißegal. Noch ganz wichtig, wenn T-Shims, einmal alle einzeln rausholen und am besten auch so hinlegen, wie sie vorher mal waren, damit man nachher beim Einbau soweit erstmal eine Grundsubstanz erstmal wieder hat. So Freunde, hier unten, genau unter der Wasserpumpe, habt ihr eine Ablassschraube extra. So, Zedernuss. Der direkt, tropft direkt. Können oben aber auch direkt den Kühler soweit einmal ein bisschen aufdrehen. Da man ein bisschen Wasser, beziehungsweise Wasser ziehen kann, ein bisschen Luft ziehen kann. So. Luft, 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 Luft. Sieht halt einfach nur weiß aus, ne? Wie Wasser. Ich wollte gerade sagen, das sieht sehr danach aus, als ob nur Wasser drin wäre. Wir werden auf jeden Fall nachher mal Vorschutz mal spindeln. Und mal gucken, ob da überhaupt Vorschutz drin war, weil ja gut, gut jetzt hier sieht es echt ein bisschen blau aus, aber irgendwie sehr wässrig noch. Riecht auf jeden Fall nach Vorschutz,
Also ich denke, dass da auf jeden Fall was drin ist. Wir montieren jetzt den Auspuff, machen den Zylinderkopf soweit locker. Dafür lösen wir nachher einfach die Schrauben über Kreuz, ganz wichtig. Und holen das Ding mal so ein bisschen raus. Also es wird auf jeden Fall eine fummelige Angelegenheit, denke ich mal. Aber es sollte gut funktionieren. Deswegen, bis gleich. Soweit alles demontiert, Auspuff soweit demontiert. Kühler habe ich vorne komplett weggenommen, damit ich besser drankomme, weil ich habe da keinen Bock irgendwie so ein bisschen zu fummeln und so. Ja, Kopf ist jetzt soweit lose, Schrauben sind soweit alle gelöst und raus. Die hole ich jetzt alle nochmal raus, die den Schrauben. Hier habt vier Stück, zwei, also vier dicke und zwei kleine hier vorne nochmal. Ja, genau. Also ich würde den Kopf jetzt demontieren. Zylinder auch ganz mal nachher rausziehen, da braucht ihr keine Sorgen haben. Ja, genau. Ich würde sagen, wenn ich die ganze Chose raus habe, sehen wir uns gleich in der Werkstatt wieder zum Ausmessen, zum Begutachten, kann man sagen. Ja, in der Zeit esse ich noch mal ein kleines bisschen. Bis gleich.